Wir kommen zur Startnummer 3. Damit zweiter Platz, dreimal dabei gewesen. Das heißt also, er kommt nicht von irgendwo, sondern er kommt aus dieser Gasse. Das ist Heino mit dem Titel Lulalei. Platz dreimal dabei gewesen, Heino und die Lulalei. Heino kommt noch hier mit Blumen von allen Seiten. Da können wir gar nicht mehr zwischengehen. Jetzt kommt auch noch die. Kommen Sie aus dem Harz? Mit der Hexe aus dem Harz, mit der Brockenhexe. Ist doch hervorragend überhaupt. Heino, danke. Hast du auch noch alles? Jetzt haben wir gleich Ruhe. Heino, nimm Platz. Jetzt unterhalten wir uns ein bisschen wie immer nach einer gelungenen Premiere, zweimal dabei gewesen. Heino, ich bin sicher, dass die Frage dir oft gestellt worden ist. Wie hat es bei dir einmal begonnen? Was war am Anfang deiner Karriere? Wie hast du angefangen zu singen? Ich habe angefangen, in der Bäckerei zu singen. Ich bin nämlich von Beruf Bäcker. Und dann habe ich mich mit einem Trio zusammengetan. Und dann habe ich in Osnabrück meine erste öffentliche Veranstaltung gemacht. Mit dem Trio? Mit dem Trio. Wie hieß das Trio denn? Das waren damals die OK-Singers, nannten wir uns. Die OK-Singers. Eine Frage ganz schnell zwischendurch. Wie hießen die anderen beiden? Dieter und Dino. Dieter, die gibt's heute nicht mehr. Doch, die gibt's heute. Das heißt heute das Renus-Duo. Das Renus-Duo, Dieter und Dino. Was machen die heute? Die machen Veranstaltungen. Und, heute sind die auch irgendwo? Nein, die sind bei einer Schallplattenfirma. Ja, nicht heute. Die sind nicht irgendwo bei einer Schallplattenfirma. Die sind irgendwo heute. Sind die irgendwo?
Nimmst du auch mal Platz? Ja. Ich wollte einmal ganz kurz unseren Produktionschef Eberhard Klein bitten. Eberhard, du hast doch eine Überraschung für Heino. Heino, drehst du die einmal um? Genauso hatten wir uns das vorgestellt. Genauso dachten wir uns das. Heino kam vor der Sendung und sagte, Dieter, was fragst du, was tust du, was machst du? Hast du eine Drehorgel unterm Arm? Wer ist jetzt Dieter, wer ist Dino? Dino. Das ist Dino. Ja. Das ist Dieter. Ja. Sag mal, jetzt müsst ihr irgendwas zusammen spielen. Jetzt haben wir natürlich wir haben etwas vorbereitet, selbstverständlich mit unserer Technik haben wir vorhin in einem Nebenraum dieses Ding installiert. Hoffentlich klappt das. Unser Richard Ciano hat alles hier oben alles abgeklebt, weil er das hinten in einem Extraraum eingestellt hat. Mühselige Kleinarbeit. Ich weiß es, Eberhard, dass es andersrum muss. Ich bin noch nicht von gestern. So rum muss es. Ich wollte auch nur zeigen, wie der Richard gearbeitet hat. Das ist schön. Der Heino. Bist sprachlos, nicht? Das dachte ich mir. Ihr habt irgendwie jetzt die Gitarren da. Heino hat keine Gitarre, aber Heino kann singen dazu. Mikrofon brauchen wir. Heinos Mikrofon ist weg. Nein, da liegt es. Heino, da ist dein Mikrofon. Ihr habt sicherlich irgendeinen Titel, den ihr kennt von eurem früheren Kollegen, vom Heino, von eurem Freund Heino. Singt mal was zusammen. Irgendwas, was ihr möchtet. Ich lasse euch jetzt Zeit, ganz genau 1 Minute und 16 Sekunden. Dann unterbreche ich. Die Uhr läuft, nicht? 1 Minute 16 Sekunden. Sagt mir gleich einer Bescheid. Das ist der Heino, jetzt sind wir alleine, jetzt müssen wir beratschlagen. Nicht? Also wir haben uns gedacht, wir singen ein Lied, das wir früher sehr oft zusammen gesungen haben. Und wir hoffen, dass es ohne Probe so ein kleines bisschen klappt. Es fängt vorne an. Meistens fängt es vorne an. Ja. Das wusste ihr, wart immer schon groß, ihr wart Okay-Singers. Das Lied fängt bei denen vorne an. Das war gar nicht so logisch, denn wir müssen in der Mitte so ein bisschen aufhören. Weil Kinder, wir müssen nur Zeit sparen. Ja? Ja, jetzt geht's los. Okay. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Brennend, heiße, wüsten Sand. So schön, schön war die Zeit, fern, so fern im Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Schmerz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da ist mein Heimatland. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit, so schön. Zum Beispiel. Ich danke euch, das war zauberhaft. Dankeschön, Dieter, dankeschön, Dino, dankeschön, Heino. Ich danke euch, so schön, schön war die Zeit. Heino, du brauchst nicht auf deinem Platz, unterhalte euch irgendwo hinten, komm nur bitte zum Finale wieder raus, ja? Dann würde ich sagen, unterhaltet euch, spielt Skat in der Ecke. So schön, schön war die Zeit. Memories are made of this. Ernst Bader und Ralf Arni schrieben diesen Titel, fanden die deutschen Worte dazu. So, meine Damen und Herren, Heino fand keine Worte. Das habe ich gemerkt, das haben Sie auch bemerkt. Wir haben uns gefreut darüber, dass es so gut gelungen ist. War nämlich gar nicht leicht, die zu verstecken, die beiden, nicht? Im Bus, reingefahren hinten und dann, um Gottes Willen, Heino darf nichts sehen. Hat er auch nicht. Prima.